Gustav Partsch ist extra aus den Bergen angereist. Diese Breste Canard, die Entenpresse, das war ja einer meiner absoluten Lieblingsfälle. Ich habe euch heute eine Entenpresse mitgebracht. Ein Stück aus der alten Gastronomie vor dem Weltkrieg. So was im Internet steht, um die 6000. Also, aber wie das einzelne Stück wert ist, da braucht es Spezialisten und Händler. Ob es sich dabei wirklich um ein wertvolles Sammlerstück handelt, ergründet jetzt unser Experte Albert Meyer. Albert, ich werde irre. Schönen guten Tag. Gustav. Gustav, da ja, bin ich der Horst. Freut mich. Horst. Lieber Gustav, so wie du einen Händedruck hast, bin ich der festen Überzeugung, du hast in deinem Leben hart gearbeitet. Ja, wie sich das gehört. Genau, wie sich das gehört. Und du hast etwas mitgebracht, wo die meisten Menschen zu Hause mit Sicherheit denken, was ist das denn? Eine Weinpresse für Adelige? Nein, das ist eine Entenpresse. Und woher weiß ich das? Weil du Koch bist. Genau. Gustav, bist du auch Koch? Ich ja. Aber im Ruhestand. 48 Jahre. In der Küche gearbeitet. Ist die aus deinem eigenen Betrieb gewesen? Hast du damit gearbeitet? Nein, die habe ich bei einer Auktion, ein Hotel ist liquidiert worden, ja, verschuldet, aufgelöst worden. Heute steht eine Bank dort und die haben das ganze Inventar verkauft. Ja. Gustav, hast du selber mal mit so einem Gerät gearbeitet? Ja, wir haben im Gastronomiezirkel haben wir das natürlich auch probiert, zelebriert, ja, aber groß in der Restauration nicht eingesetzt. Nein, ne? Es, der Aufwand ist zu hoch, zu teuer und es braucht 3 Personen. Ja, ja. Also ja, ich habe Personen auch nie damit gearbeitet. Ich kenne es auch nur tatsächlich aus Filmen und ja, aus Büchern. Und damit die Leute jetzt zu Hause nicht denken, oh Gott im Himmel, was ist das denn? Da wurden natürlich keine Küken oder lebende Enten reingesetzt, ja, sondern nach dem Braten im Prinzip die Karkasse, also das Gestell, ja, wenn man so möchte, oder Gerippe. Genau. Die, ja, die kamen rein, dann hat man das ausgepresst, dann kam hier unten im Prinzip der Fleischsaft raus. Ja. Das hat man dann zu einer Reduktion und zur Soße gemacht. Genau, ja. Hat man auch genommen für Schalen- und Krustentiere. Das erklärt der Horst sehr schön. Genau. Gut, das heißt, du hast es nur gehabt als Dekorationsstück im Prinzip. Ja, jetzt 50 Jahre praktisch als Dekoration. So ist gut. Und, Albert? Ja. Der Hersteller ist Seine à Paris, also in Paris. So. Ich würde sagen, um 1900, sie ist ca. 120 Jahre alt, ja, kann ziemlich genau stimmen. Die Versilberung ist noch sehr, sehr gut. Eigentlich gab es eine Firma in Paris um 1850, die Firma Christoffel. Die haben solche Canard-Pressen gemacht. Und wenn die von der Firma Christoffel wäre jetzt, dann würden wir noch mal in einer anderen Preisliga uns bewegen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, sowas gibt es in Deutschland relativ selten. Oder ich würde sagen, heute fast gar nicht mehr. Was sehr schön ist hier und was selten ist, der Ausguss ist emailliert. Ja, auch innen. Innen, ja, ja. Der Zylinder. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Habe ich auch noch nie gesehen. Der richtige Markt, den würde man finden in Westfrankreich, in der Normandie vermutlich. Ja, genau. Oder dann noch in Amerika. Da gibt es auch einen großen Markt für so etwas. Was möchtest du dafür haben? Ich muss erst mal meine Frau das Putzen zahlen und für den Rest gehen wir nach Petersburg. Also kein Wunsch ist Nein, da. Keine Vorschriften. Gut. Mein lieber Albert. Wie bewertet der Experte das ausgefallene Küchenutensil? Man muss da schon einen guten Preis bekommen dafür, weil ja, es ist einfach selten. Und es ist eigentlich noch im sehr guten Zustand. Sind zwar klein, ein paar kleine Rostflecken sind dran, aber sonst ist der Zustand eigentlich super, perfekt. Ne? Super, ja. Ja, ich tue mir natürlich jetzt ein bisschen schwer bei der Preisfindung. Das ist auch wirklich nicht so einfach, weil so außergewöhnliche Objekte landen bei mir natürlich auch nicht jede Woche auf dem Tisch. Aber diese Teile sind gesucht, sind selten und sind wertvoll. Und ich würde sagen, mindestens einen Preis von 1.500 bis 1.800 Euro. Gustav, wäre das in Ordnung? Probieren wir es. Würdest du es dafür weggeben? Schauen wir, was die Händler sagen. Man weiß ja nie, was passiert. Die Händlerkarte für dich. Danke und bei dir. Dem Händedruck würde ich sagen, nimm sie mit hoch. Ne? So. Danke dir, Gustav. Ich sehe noch einmal. Ne? Ja, vielleicht ist es der letzte Gang für sie. Da geht's hoch zum Meinst Händlergang. Du? Tschüsschen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Die sicher werden auch überrascht sein, was ich da anbringe. Sicher haben sie das noch nicht oft gesehen. Was ich nur hoffen kann natürlich jetzt, dass die Händler erkennen, um was es sich handelt
und dass sie nicht von einer Saftpresse oder sowas reden, sondern dass sie wirklich wissen, dass es eine Canard de Presse ist. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Das sieht schwer aus. Was bringen Sie uns denn da? Das ist schwer. Ich muss das abstellen. Okay. Aha. Das ist ja ein wahnsinniges Teil. Eine Kloßpresse. Das ist ja Saftpresse. Saftpresse, ja. Saftpresse, ja. Die Erdbeeren. Erdbeeren ist gut. Das ist eine Entenpresse. Eine Entenpresse? Das ist eine Presse für Entenkarkassen oder für Hummer, um den Saft, den letzten Saft aus den Karkassen rauszupressen, um eine gute Soße zuzubereiten. Also bis gerade eben fand ich es noch sympathisch, aber ich dachte, das wäre eine Saftpresse. Aber ja, ja, es ist nicht alles vegetarisch im Leben. Oh, meine Händlerkollegen tun sich sehr schwer. Es ist unten drunter signiert Sennet à Paris, also ist französisch auf jeden Fall. Meiner Meinung nach auch aus der Zeit, also aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, von wann ist das? 120 Jahre schon. Ja. Um 1900 ist es, genau um 1900. So ist das, der Chef. Ja, Ludwig, du hast recht. Frankreich. Ja. Kennst du sowas, Ludwig? Ich habe sowas noch nie gesehen. Doch. Eine Erdbeerpresse. Kennen wir schon. Schiebst du mal rüber. Ja, bring's mal rüber. Ja. So kenne ich dich. Bitte sehr. Wir haben uns hier unter trockenen Foren, ne? Ja. Ja, aber hier kannst du aber auch wirklich jetzt Obst drin pressen. Ja. Ne? Also für Äpfel. Ich mache tatsächlich sehr gerne frisch gepresste Säfte. Und da wäre das in meiner Küche sehr geil. Also ich würde es selber verwenden. Ja, das ist super. Alles, was geht, wurde da gepresst. Ja, ich fange mal mit 80 Euro an, das ist der Schrottpreis. Und dann schauen wir mal, was hier noch rauskommt. Man könnte fast meinen, es ist schon obligatorisch, dass Waldi mit 80 Euro anfängt. Aber in diesem Fall war es so, er hatte keine Ahnung, was sich handelt, hat mal mit 80 Euro angefangen. Ich mache 150. Ah, weil ich sie schön finde. Ich möchte sie gerne selbst benutzen. Ich mache 160. Ja, und ich mache 170. Und ich mache 180. Ich war schneller. Du hast die Lispe. Also es kommt gut an. Also ich finde das Ding klasse für irgendeinen so Luxuskoch oder so. So als Deko. 200 gebe ich. Ich kann nicht kochen, habe auch kein Luxushotel, aber... Du kannst Säfte pressen. Meine Freundin kann Säfte pressen. Ja, das schaffst du. Also sage ich 210. 220. Es wird 250. Besser. Boah, 260. Fabian muss mich überbieten, wenn er Liebhaber ist. Das mache ich auch. Ach. 270. Würden Sie es dafür abgeben? Oh, ja, ja, hallo. Oh, hallo, ihr Lieben. Gott, seht ihr fantastisch aus. Gustav, so, ich habe irgendwie das Gefühl, die wissen gar nicht genau, was das richtig ist. Ne, Gustav, das Gefühl habe ich auch. Ja, ne? Wir reden also von Erdbeerpressen. Erdbeerpressen? Das sind Erdvegetarier. Ja. Also Leute, das ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Es ist eine echte Rarität. Und jedes Top-Restaurant würde sich sowas mit Liebe und Leidenschaft allein in den Raum stellen, um zu zeigen, dass es da ist. Aber jetzt mal eine ganz komische Frage. Ja. Kann man damit auch Obst pressen? Selbstverständlich. Super. Selbstverständlich. Dann bist du wieder drin. Aber ich hab dir gesagt, das ist so schön, das muss eigentlich ins Restaurant. Wo liegen wir eigentlich preislich gerade, Gustav? Ach. Ehrlich? In weiter Ferne. In weiter Ferne. In weiter Ferne. Was war das letzte Gebot? 270 von mir. Gustav, weißt du? Ich habe aber auch keine Ahnung, wo das preislich liegt. Eine Ecke weg von dem, was du geboten hast. Das ist immer so. Ja. Dann frage ich mal, wo ist denn hier die Schmerzgrenze an dem Training? Also ich sag mal so, da fehlt jede Menge. Also wir reden dann auf jeden Fall schon mal von vierstellig. Das wäre zum Beispiel ein Träumchen. Da geht's dann schon langsam los, ja. Ich versuch's mal. 700 Euro? Und jetzt bin ich nach unten. Es war wunderbar, mein Freund. Es ist gut. Ich komme wieder. Du kommst wieder. Glaubt mir nur, ich weiß, es ist ein Highlight. Tschüss, ihr Lieben. Ich sag 750. Neuer Spieler. Jetzt geht's weiter. 800. Ich nehme es einfach mal als spekulatives Objekt und sage 850. Mutig, Fabian, sehr mutig. Für eine Saftpresse, mutig. Sag mal, was ungefähr deine Schmerzgrenze? 5.000. 5.000. So. Jetzt haben wir mal eine Zahl und jetzt können wir überlegen, ob er da Obst durchjagt. Herr Patsch will jetzt plötzlich 5.000 Euro für die Presse. Das ist natürlich irreal. Das ist natürlich absolut nicht machbar. Und in der Situation zweimal nicht. Das wird nichts. Also von meiner Seite, wir haben es versucht. Na, ja. Na,
Also, aber vielen Dank, dass Sie uns die gezeigt haben. Aber ich glaube, wir kommen heute nicht zusammen. Hat mich gefreut. Ja. Wir haben wieder was gelernt. Man lernt nie das aus. Das ist es im Leben. Absolut. So ist das. Wahnsinn, ich bin das gewöhnt. Wahnsinn. Alles Gute für Sie. Wiederschauen. Für mich war es natürlich ein wunderbarer Fall. Eine Presse Canard aus Frankreich um 1900 in Top-Zustand, absolute Rarität, gibt es nicht sehr oft, hat mir sehr gut gefallen. Die sind keine Interessenten gewesen. Das Rare ist da, aber das Wahre liegt gleich daneben.